Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir sind hier bei dem Mordauftrag. Verschworener Mord in Westminster. Und, oh, das ist doch Charles Dickens. Ja moin. Lösen Sie den Mord an Thaddäus dem Erstaunlichen auf. Okay. Lieber Freund, der Ghost Club hält einen außergewöhnlichen Fall für Sie bereit. Der Spiritualist Thaddäus, der Erstaunliche, hat seinen eigenen Tod vorhergesagt. Könnten Sie sich das ansehen? Na klar. Okay, du gehst direkt weg. Die Sitzung erreichen. Haus des Hellsehers. Ich habe meinen Tod vorausgesehen. Doch zuerst. Servus. Muss ich da unten hin? Was meint ihr vor sich? Die Lichter. Hilfe! Noch nicht. Oh. Hallo, mach doch bitte jemand das Licht an. Oh. Er ist wirklich tot. Das Licht war aus. Und ich habe kurz weggeguckt. Inspizieren wir ihn mal. Haus des Hellsehers, Thaddäus Leiche. Sein Haar und seine Kleidung sind leicht versenkt von der Explosion. Ein blutiges Messer steckt in seinem Kopf. Körper, nicht Kopf. Körper. Hinweise, okay. Haus des Hellsehers, Zeitschaltuhr und Blitzpulver. Eine rudimentäre Zeitschaltuhr mit den verkohlten Überresten einer angebrannten Lunte. Die Lunte führt zu einem leeren Gipszylinder, der offenbar eine nicht tödliche Menge Pulver für den Lichtblitz enthielt. Okay. Was hast du zusammengehört, Freund? Okay. Er war ein unglaublicher Hellseher. Ich kam, um ein paar private finanzielle Belange zu klären. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Er hat seinen Tod vorhergesagt, aber so hätte ich es nicht erwartet. Okay, finanzielle Sachen macht er. Es ist so frustrierend. Ich hatte nur eine Frage, doch ich musste Sitzung für Sitzung immer wieder kommen. Jedes Mal hat Thaddäus eine weitere Ziffer aus dem Jenseits geholt, jedoch niemals die komplette Kontonummer. Heute versprach er mir, alle Ziffern zu geben. Okay. Das klingt komisch. Ich suchte ihn nach dem Tod meiner Katze auf. Mittens ist mein geliebtes Kätzchen. Sie wurde vor ein paar Wochen von einem Milchwagen überfahren. Seitdem versuche ich verzweifelt, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Es geht mir nicht gut und ich habe wohl selbst nicht mehr lange zu leben. Ich hatte gehofft, etwas von meiner Liebsten zu hören. Ich bin überzeugt, dass Thaddäus mir Mittens Wünsche übermittelt hätte. Sie muss mir sagen, wem ich mein Vermögen hinterlassen soll. Jetzt, wo Thaddäus fort ist, werde ich es wohl nie erfahren. Okay. Die sind alle ein bisschen komisch. Ich habe keinen Zweifel, dass seine Kräfte echt waren. Er wusste über meine alltäglichen Abläufe Bescheid und alle möglichen Details, die sonst niemand hätte wissen können. Er wäre sicher in der Lage gewesen, Kontakt zu meiner Schwester aufzunehmen. Ich bin hergekommen, um zu entscheiden, ob ich einen Heiratsantrag annehmen sollte. Thaddäus wollte meine verstorbene Schwester kontaktieren, um sie um Rat zu fragen. Thaddäus war ein ehrlicher Mann, der mir helfen wollte, die richtige Entscheidung zu treffen. Was soll ich jetzt nur machen? Der Verlust von Thaddäus bedrückt mich. Das Seltsame ist, dass er uns vor seinem Tod noch alle Fragen beantworten wollte. Okay. Klingt, als hätte er gar keine Ahnung gehabt, was er macht. Er war nichts als ein Hochstapler. Er hat jede Woche eine Seance mit all seinen Kunden abgehalten. Mit mehreren Leuten wirkt das alles noch viel dramatischer. Ich begleite Lady Ursula zu den Sitzungen. Sie ist angeschlagen und benötigt Unterstützung. Ich glaube nicht wirklich an ein Leben nach dem Tod, aber wenn es Milady beruhigt, soll es mir recht sein. Also Motiv sehe ich jetzt schon mal nicht, wenn ich ehrlich bin. Muss ich einmal kurz aufs Telefon gehen. So, da sind wir wieder. Gucken wir uns dieses Zeug hier an. Was haben wir hier liegen? Eine Liste mit Adressen für Thaddäus Kunden. Für jeden Kunden gibt es außerdem zwei Spalten. Bei beiden Spalten weisen
Beide Spalten weisen große Summen Geld für jede Sitzung hin. Auf, großes Gott, Junge, ich kann nicht mehr lesen. Die erste Spalte scheint direkt auf den Kunden zu verweisen. Es ist unklar, auf wen die zweite verweist. Allerdings fehlt Dr. Wilburn auf der Liste. Oh Gott, 20 neue Untersuchungszonen? Oder waren es vorher auch schon so viele und ich habe die einfach nicht gesehen? Oder sind vielleicht einfach die ganzen Wohnorte von den Leuten? Haus des Hellsehers, Drohbrief, um Himmels Willen, ich will seine Unterschrift bei der nächsten Sitzung oder ich werde dich bloßstellen. AR. Können die hier sein, oder? Ich habe nämlich gar nicht mehr den Namen im Kopf. Ne, das ist JA. AR. Behalten wir mal im Kopf. Haus des Hellsehers, Quittung, Theaterrequisiten, Blitzpulver, 8 Schilling. Okay. Wir spielen jetzt mal wieder Eevee. Haus des Hellsehers, rechtliche Papiere. Ein nicht unterschriebenes Schriftstück, das es Thaddeus Smith erlauben würde, als Howard Roberts gesetzlicher Vertreter zu agieren. Jemand mehr dazu sagen kann? Der da unten, okay. Vielleicht geht es da um die, Unterschrift? Vermutlich von schon vor Wochen geschrieben. Ich habe einen Landstreicher entdeckt, der in der Nähe einer der Tauben auf der Straße lebt. Der Kerl raucht wie ein Schlot, versorgt mich für ein paar Zigaretten und alle nötigen Informationen. Okay, der Landstreicher beschattet die anscheinend. Weil sie hätte gesagt, der weiß über alles Bescheid. Wahrscheinlich war es einfach der Landstreicher. Thaddeus meinte, dass ich die Papiere unterzeichnen sollte, um meinem toten Vater zu zeigen, dass ich vollstes Vertrauen in Thaddeus habe. Okay. Klingt komisch. Machen wir erstmal weiter. Mit dem Ort. Haus der Roberts. Also dieser Roberts könnte ein bisschen dumm sein vielleicht, dass er dann als gesetzlicher Vormund dann gilt. Ist hier nicht dieser Synopian Club gewesen? Da von oben bin ich gleich gekommen. Kann aber sein, dass die Gasse genauso aussieht wie die andere, aber ich bin der Meinung, das dürfte hier die Mission mit dem Synopian Club gewesen sein. Aber ich weiß es nicht. Hallöchen. Wie geht es Ihnen? Oh, Robert. Er ist geradezu besessen von diesem geheimen Bankkonto. Er hat fast das gesamte Vermögen meines Vaters geerbt, wie es sich für den Stammhalter gehört. Doch ein Teil davon liegt auf einem Geheimkonto. Ich gehe nicht davon aus, dass es sich um eine große Summe handelt. Okay, also sie hat wahrscheinlich die Nachricht an ihn geschrieben, weil sie heißt Ann Roberts, also A.R. Eine Handlungsvollmacht für einen Hellseher? Das klingt in der Tat äußerst seltsam. Ich bin manches Mal zu den Sitzungen mitgegangen. Ich dachte, mein Bruder verschwendet dort nur seine Zeit. Es könnte sein, dass sie das ganze Vermögen haben will, von dem Bruder. Weil der ein bisschen dumm ist. Das heißt auch schon, dass Sydney. Von vor über ein Jahr müsste er tot in der King Street. Ein Spiritualist, der als Felix Magnus bekannt war, behauptete, bei seiner nächsten Sitzung zu sterben. Aber das Resultat war noch dramatischer. Mr. Magnus eröffnete mehreren Kunden, dass ihre engsten Freunde und Verwandten sie durch Magnus selbst betrogen, bevor die Sitzung durch eine Explosion aus Rauch und Flammen jäh beendet wurde. Magnus wurde von einem gewissen Dr. Farson für tot erklärt, der selbst als Kunde anwesend war. Okay. Daher hat er anscheinend das Ding. Die Idee. Den Einfall. Mehrere gekritzelte Notizen. Bentland Bank A7. Bank von Kent 270, Junge, ich kann nicht mehr reden. York Bank A72 durchgestrichen, okay. Notiz, die dem Testament des Vaters hinzufügt wurde. Eine Notiz, die am Testament des Vaters angebracht ist und besagt, dass der Großteil meines Vermögens sicher auf einem Konto verwahrt ist. Die genauen Details werden meinem Sohn mündlich mitgeteilt.
Okay. Also so wirklich Sinn macht das bisher für mich noch nicht. Weil alle haben, die haben alle kein Motiv bisher. Die wollen halt, also er wollte halt einfach das Konto haben. Macht ja keinen Sinn, dass er ihn dafür umbringt. Ich weiß es noch nicht. Wer bist du? Everett Boyd. Ihr Vater erwähnte diesen Hochstapler. Ich weiß sehr wohl, dass es an ihm lag, dass sich unsere Verlobung verzögert hat. Okay. In einer der Taschen ist ein Brief. Boyd, mein lieber Junge, wenn du mir nicht bis Ende des Monats das Geld besorgst, steckst du schön in Schwierigkeiten. Die schmerzhafte Art von Schwierigkeiten. Muss ich deutlicher werden. Mantel, okay. Kann ich nicht dazu fragen, wer das ist? Colonel Asquith. Trauen Sie nie einem Mann, der Ihnen erzählt, was Sie hören wollen. Er führt etwas im Schilde. Er hat die Liebe meiner Tochter zu ihrer toten Schwester ausgenutzt. Mit dem Tod dieses Scharlatans kehrt die Normalität zurück. Nun kann ich endlich die Verlobung meiner Tochter mit Everett Boyd bekannt geben. Janice' ältere Schwester war äußerst willensstark. Janice ist ihr blind gefolgt. Deshalb bedrückt es mich so, dass sie selbst im Tod noch um ihren Rat fragt. Janice muss endlich lernen, selbst zu handeln. Ich weiß, was gut für sie ist. Ein Mädchen Verlobung. In Janice' Alter sollte heiraten. Everett ist ein sehr vernünftiger junger Mann aus gutem Hause. Er wird mit Sicherheit sehr erfolgreich sein. Okay, also die hätten Motiv, dass... Also einer von den beiden hätte Motiv, dass sie ihn heiraten soll. Janice ist ein liebenswertes Wesen. Ich wäre hoch erfreut, würde sie meinen Antrag annehmen. Ich verehre sie sehr. Ja, top. Und dann noch zu Lady Ursulas Haus. So ganz verstehe ich immer noch nicht, wer hier dran schuld sein soll. Hallo. Zersausschnitt aus Boston. Von vor 7 Monaten. Medium sagt eigenen Tod voraus. In einer atemberaubenden letzten Sitzung offenbarte Roberto El Magnifico, dass mehrere seiner Kunden von ihren Liebsten betrogen wurden, die ihn bezahlten, um falsche Informationen bei seinen Sitzungen zu verbreiten. Aber dann, genau wie vorher gesagt, starb er bei einer mysteriösen Explosion während seiner letzten Sitzung in der Newbury Street. Einer der Kunden, ein Dr. Pittenweem, erklärte ihn noch am Tatort für verstorben. Die Wörter von ihren Liebsten betrogen und mysteriöse Explosion wurde mit Bleistift umkreist. Okay. Verstehe es nicht so ganz. Also anscheinend zieht er es öfter durch und jetzt hat sie mal wirklich erwischt. Lady Ursulas Gesundheit ist stark angeschlagen. Und seit dem Tod ihrer Katze hält sie womöglich gar nichts mehr am Leben. Okay. Sie ist seit vielen Jahren Lady Ursulas Butler. Wir wollen bald heiraten. Aber zuerst muss Douglas sich noch ein finanzielles Polster anlegen. Er meinte, dass er bald zu Geld kommen wird. Lady Ursula wollte ihr Vermögen ihrer Katze mittens hinterlassen. Seit die Katze tot ist, ging sie zu diesem Spiritualisten und hoffte, dass mittens ihr sagt, wem sie das Geld vererben soll. Okay. Ich fand noch einen Zeitungsartikel, der dem ähnelte, den ich dir gab. Dieser ist aus Sydney. Es scheint, dass wir bei der nächsten Sitzung auffliegen werden, genau wie die Leute in Sydney. Douglas, du hast mich da reingezogen, du löst das Problem besser. Und von wem ist der? Douglas ist der Butler gewesen, oder? Ist hier oben noch was? Ja. Ein
Lady Ursulas Haus, Lady Ursulas Testament, Miriam, meinem Dienstmädchen und Douglas, meinem Butler, hinterlasse ich mein Belshingham Porzellan als Dank für ihre langjährigen Dienste. Man überreiche es ihnen als Geschenk an ihrem Hochzeitstag, wann das auch immer sein möge. Meiner lieben Katze hinterlasse ich all meine anderen weltlichen Besitztümer in der Hoffnung, dass sie ihr wenigstens einen Teil der Freude bringt, die sie mir gebracht hat. In betrübter Handschrift wurde an den Rand geschrieben, was soll ich jetzt machen, da meine Liebste mittens nicht mehr ist. Okay. Habe ich noch irgendwie einen Ort, auf den ich zugreifen kann? Also das hier sind wir noch weiß? Hm. Ich habe ja auch noch nicht alle Orte entdeckt anscheinend. Muss die Ermittlung fortsetzen. Also Douglas ist der Butler und der ist anscheinend aufgeflogen. Aber mit dem kann ich auch nicht mehr reden, oder? Nicht weg, Pferdchen. Hier bleiben. Okay, ich habe die Hinweise nicht gefunden, weil ich nicht nach oben gelaufen bin, glaube ich. Na gut. Kann einfach sein, dass ich es übersehen habe und einfach zu blöd war. Mr. Everett, Boyds geschäftliche Pläne wirken vernünftig. Solange er keine anderen dringenden Verpflichtungen hat, glaube ich, dass, falls ihre Tochter seinen Antrag annimmt, das Geld, das sie dem glücklichen Paar mitgeben, den Erfolg von Mr. Boyds Unternehmen bedeuten wird und ihrer Tochter Janice ein komfortables Leben ermöglichen wird. Ich gehe zurück und finde mehr heraus. Okay. Haben wir hier oben noch was? Muss ja eigentlich, ne? Ein Buch sehe ich noch. Tagebuch. Ich verspüre eine gewisse Zuneigung zu Everett, aber ich denke nicht, dass meine Schwester ihn gutheißen würde. Sie gebot mir immer nach mehr zu streben als dem, was direkt vor meiner Nase liegt, wenn Vater mich nur nicht so zu Everett drängen würde. Okay. Noch was ist hier gerade nicht. Und da unten sehe ich auch nur Everett gerade leuchten. Janice Freier, was? Ich kenne den Besitzer einer lokalen Brauerei und bin überzeugt, dass das Geschäft florieren wird. Er braucht nur etwas Startkapital. Jetzt, da ich Janice endlich heiraten kann, investiere ich meine Mitgift in die Brauerei und mache ein Vermögen. Okay, ich denke, Everett könnte es gewesen sein. Da ist noch was. Zigarettenstummel. Ein Haufen ausgedrückter Zigarettenstummel vermutlich von einem Landstreicher. Es riecht nach Zigarettenqualm. Tabakgeruch, okay. Ich dachte gerade da vorne wäre es, aber nee. Tabakgeruch. Okay, noch weiter. Straßenecke. Das bin ich. Ja, so ein Kerl kommt hier gelegentlich mal vorbei. Gib mir ein Sixpence-Stück und ich erzähle ihm dafür, wer in diesem Haus ein- und ausgeht. Wer? Er hat nichts Ungewöhnliches an sich. Ein ganz normaler Kerl eben. Er geht immer da drüben in dieses Gebäude. Okay. Ins Büro. Okay. Hinweise gefunden. 0 von 4. Sind die alle oben? Sind die alle noch weiter oben? Oh ja, alles hier oben. Mehrere Visitenkarten für einen Arzt, alle identisch, tragen jedoch unterschiedliche Namen. Okay. Das ist wahrscheinlich dieser komische Doktor. Sie sagt, die Kontonummer sei A72 bei Kenterbank.
Kundenakten. Eine Reihe von Akten, die unorganisierte Details über Thaddeus Kunden enthalten. Zum Beispiel, Katze soll ihr sagen, dass er erben soll. Janes Schwester nannte sie Sissy. Die Katze spielte gerne mit Teelöffeln. Will, dass du ihr sagst, ihre Schwester heißt die Hochzeit gut. Kennt Kontonummer, braucht Unterschrift zu Zugang. Howards Vater liebte Sumpfhuhnjagd. Ja, Moorhuhn? Weh, komm nach den anderen wie immer. Es wird ihren Verdacht zerstreuen. Stell außerdem sicher, dass wir diesmal einen großen Lichtblitz haben. Sie müssen überzeugt sein, dass mich das getötet hat. Okay, ich denke, Anne Roberts heißt sie, glaube ich, ist die Verdächtigste, weil die anderen haben ihn, glaube ich, bezahlt, damit er das den Leuten sagt. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil sie hat gesagt, ich lasse dich auffliegen und dann, obwohl sie werden ja auffliegen lassen, nicht umbringen. Das ist ein schwieriger Fall. Ja, ganz schön weit weg, ne? Oh Gott, nochmal alle befragen? Hallo. Gunnar. Thaddeus wurde bestochen, damit er Milady sagt, wem ihre Katze das Erbe vermachen will? Nun, das wäre in der Tat ein sehr gerissener Plan. Okay. Jetzt kann ich auch schon beschuldigen. Ich kann es einfach nicht glauben. Und wenn Sie andeuten wollen, dass mein Butler Thaddeus bezahlt hat, muss ich Sie fragen, warum sollte ein so großes Medium für einen gewöhnlichen Butler arbeiten? Weiß ich auch nicht. Meine eigene Schwester hat Thaddeus bezahlt? Ich dachte schon, dass er zu sehr auf der Unterzeichnung dieses Papiers bestand. Na, dann werde ich ein ernstes Wörtchen mit Anne reden, das können Sie mir glauben. Sie glauben, Everett hätte Thaddeus bezahlt, um mich zu manipulieren? Das kann nicht stimmen. Thaddeus wusste einfach alles über mich. Er stand wahrhaft mit dem Jenseits in Verbindung. Okay. Das ist ganz gut, dass wir ihn auf dem Tisch haben. Das Büro gefunden? Dann gebe ich es zu. Thaddeus und ich reisten um die Welt und nutzten die Leichtgläubigen für unseren Schwindel aus. Aber sein Tod sollte nur vorgetäuscht sein. Ich habe keinen Grund, Thaddeus den Tod zu wünschen. Ganz im Gegenteil. Also es könnte sein, dass es der Vater ist, also der Colonel Asquith, Lady Ursula, Miriam, eigentlich auch nicht. Die halte ich für unschuldig. Die Straße der Landschreck könnte es halt immer sein. Ein Haus der Roberts. Wer war da noch? Anne Roberts. Ja, die haben ihn ja alle bestochen. Und die wollten ihn auffliegen lassen. Also sie wollen ihn nicht alle umbringen. Also es könnte sein, dass er es war, weil er dahinter gekommen ist. Und einfach nur sie schützen wollte, weil er halt sie mag. Aber das finden wir jetzt raus. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich gucke nochmal hier, ob ich das hier auch so noch gefunden hätte. Drohung. Auf Dings hier. Auflegen lassen. Howard. Dr. Wilburn fehlt ja, weil der mit ihm zusammenarbeitet. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf so wirklich kommen soll. Es ist auf jeden Fall Douglas. Er wollte meinen Plan enthüllen. Er musste bezahlen, bevor er mich bloßstellen konnte. Habe ich das irgendwo gelesen, dass er das machen würde? Dieser Thaddeus war schon ein äußerst cleverer Geselle. Aber sie haben das Puzzle geschickt zusammengesetzt. Mr. Raymond war an diesem Fall ganz besonders interessiert. Ihn hat Thaddeus' falsches Spiel sehr beeindruckt. Meine Maus wird ganz halt im Bild.
Ich hoffe, es war ein Mord. Der Spiritualist Thaddeus Smith betrug wiederholt nicht nur seine Kunden, sondern auch die Freunde und Familie der Kunden. In einer Stadt nach der anderen lockte Thaddeus und sein Komplize Dr. Wilburn die Verzweifelten zu sich, um mit den Verstorbenen im Jenseits zu sprechen. Doch die Betrüger wurden doppelt bezahlt, einmal von ihren Kunden und einmal von denen, die ihnen nahestanden und sie manipulieren wollten. So hoffte Miss Anne Roberts, rechtliche Befugnis über ihren Bruder zu erlangen, um ein geheimes Bankkonto zu plündern. Mr. Everett Boyd wollte seinem Heiratsantrag an Janice Asquith nachhelfen, um an eine vielversprechende Mitgift zu gelangen. Lady Ursulas Butler Douglas wollte, dass ihre tote Katze ihr empfahl, ihr Vermögen Douglas selbst zu hinterlassen. Doch nichts davon reichte an Thaddeus seltsame Marotte heran, den anderen Bürgern eine Lektion zu erteilen, nachdem er die Kassen seiner Kunden geleert hatte. Thaddeus stellte für gewöhnlich diese Manipulatoren bloß, bevor er selbst durch Vortäuschung seines eigenen Todes entkam. Dies wurde durch den vermeintlichen Dr. Wilburn bekräftigt, der sich einfach als weiterer Kunde ausgab. Doch diesmal ahnte Anne, was bevorstand, und verleitete den Butler Douglas, der einzige Betrüger, der bei der Tat zugegen war, Thaddeus in der Dunkelheit zu ermorden. Lebe wohl, Thaddeus. Nun kannst du mit den Verstorbenen im Jenseits so lange reden, wie du willst. Ah, okay. Weil Douglas der einzige war, der hier war und er ein Betrüger ist und noch irgendwas jetzt vergessen. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Das nächste wäre hier im Buckingham Palace. Steht noch nichts dabei. Und ich würde sagen, im nächsten Part. Warum steht nicht bei, was das hier für ein Auftrag ist? Na jetzt. Mord im Palast. Stockdolche, Taubenstockdolch. Im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Mission von Jacob. Haben wir auch sonst gerade nichts anderes? Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.